So, hallo Freunde. Ja, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder zu Wort, weil in letzter Zeit so viel passiert ist auf YouTube, hier mit meinem kleinen 3DS XL. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich zeige es euch mal schnell. Und zwar musste ich leider meine ganzen Minecraft-Parts auf Privat setzen. Aus dem Grund, weil YouTube meint, hey, die Parts sind so schön gelungen, die tun wir mal schön mit unnötiger Urheberrechts Scheiße jetzt mal beanspruchen. Ich zeige es dir mal schnell. Ja, das kommt schon länger hier. Also ich zeige es euch jetzt mal. Hoffentlich seht ihr das. Hier, und zwar ist dieser Minecraft-Part hier. Moment. Ist ein bisschen schwierig hier mit diesem fetten Gerät hier. Ich muss jetzt da. Ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier, Minecraft. Inhalt von Drittanbietern bestätigt. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt, wie gesagt, sehen. Ich bin mir nicht sicher, ich sehe gar nichts, was ihr seht. Ich klicke mal hier drauf. Und zwar, ja, das ist bei den meisten Parts so, dass es von Adref beansprucht wird. Was ich persönlich sehr scheiße finde. Denn Adref ist so ein YouTube-Kanal. Die patentieren irgendwelche Musik Stücke von Videospielen zum Beispiel, obwohl die gar nicht die Rechte dafür haben. Also die nehmen einfach fremde Songs und tun da ein Patent drauf. Und dieses Patent hier, ja, das ist leider bei den Videospiel-Musiktitel drauf, die wir im Minecraft-Let's Play verwenden. Das heißt, ja, meine Videos werden dadurch beansprucht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt die Videos alle auf Privat gesetzt habe. Nicht, weil ich euch ärgern möchte oder so, sondern ja, wegen diesem Grund. Ich werde sie wahrscheinlich vielleicht leiser machen, die Musik, später, wenn ich wieder aktiv bin mit den Let's Plays. Momentan habe ich übrigens Linux drin. Das seht ihr wahrscheinlich. Habt ihr vorhin schon gesehen hier wahrscheinlich. Ja, Linux, da hat man eingegrenzte Möglichkeiten und so. Ja. Gut, was haben wir denn noch zu besprechen? Ach ja, richtig. Und zwar möchte ich nach dem. Macht nach der Displaypause im Juli natürlich, was manche immer noch nicht wissen, weil manche schreiben mir, wann ich das Yu-Gi-Oh! Let's Play starte. Ja, im Juli. Das ist die Antwort. Ja, und ja, zurück zum Thema. Und zwar möchte ich nach der Let's Play-Pause ein Strategiespiel Let's Playen. Die kennt ihr beide sicherlich und zwar möchte ich euch fragen, ob wir entweder Rome Total War 2 spielen. Ne? Realm Total War 2. Ich zeig's euch mal schnell im Bild. Ich musste erstmal suchen. Hier, Moment. Ich habe ich's. Mann, ich bin so unvorbereitet. Ich gebe's zu. Ich habe im Prinzip eigentlich eine Spontanaufnahme gemacht. So. Jetzt findet man ja relativ schnell. Das Spiel ist ja auch relativ neu. Was heißt relativ? Das ist neu. Ja, Realm 2, das sieht halt, ich zeige euch mal einfach mein Bild, ich hoffe, das wird es nicht beansprucht. Und zwar, ja, für die, die Realm nicht kennen, das ist, ich kann jetzt schlecht ein Video zeigen, weil ich momentan nichts machen kann. Ja, das sieht ungefähr, Moment, ich muss vergrößern das Bild. Damit ihr das seht, das sieht so aus. Ja, so ungefähr in dem Style. Ja, das momentan neueste Realm-Spiel oder Total War-Spiel. Und ja, die zweite Möglichkeit, die wir noch hätten, wäre Shogun 2. Findet man auch auf Steam. Also beide Spiele findet man eigentlich auf Steam. Ich tippe es mal ein. Shome. Jetzt habe ich Shome geschrieben. Super. Shogun. Ah, da steht's ja. Shogun 2. Ja, das sieht dann so aus. Also hier mal ein kleiner Einblick. Ich muss mal wieder ranzoomen. Moment. So, okay. So sieht Shogun aus. Ja, also wie gesagt, ich kann, also habe ich sie schon gesagt? Nein, wahrscheinlich nicht. Also mit den Bildern, da könnt ihr ja, wie gesagt, einen schlechten Einblick erfassen. Daher schlage ich vor, ihr schaut euch vielleicht ein Let's Play oder sowas an oder ein Trailer von dem Spiel, damit ihr wisst, wie das Spiel aufgebaut ist, weil ich kann momentan keine gescheiten Videos machen, außer mit meinem putzigen 3DS hier. Ja, und was gibt's noch zu sagen?
Vielleicht mache ich mehrere Videos, ein paar Infovideos noch zwischendurch. Und das nächste wird wahrscheinlich Weihnachten sein. Und ja, dann sehen wir uns dann Weihnachten wieder. Ja, und ja, also das ist momentan der Zwischenstand. Also nicht vergessen, voten Shogun 2 oder Realm 2. Ich werde die zwei, ja, vielleicht verlinke ich die zwei Trailer vielleicht in der Videobeschreibung hier unten. Übrigens werde ich in nächster Zeit auch meine ganzen allgemeinen Videobeschreibungen auf meinem Kanal ein bisschen verbessern, weil die sieht ein bisschen bei ein paar Let's Plays, Pokémon Gelb zum Beispiel, sieht die ziemlich chaotisch aus. Da habe ich teilweise wirre Sachen geschrieben und das, ich möchte das schon systematisch haben. Ja gut, 10 Minuten, nee, ich habe noch 4 Minuten, weil mit dem 3DS kann man nur 10 Minuten aufnehmen und so. Ja gut, kommen wir langsam zum Ende. Also, wir sehen uns dann Weihnachten wieder und ja, bis dahin. Ich hoffe, ihr haltet durch. Ja, falls ihr wirklich Sehnsucht habt. Schaut noch meine anderen Let's Plays an. Ja, Minecraft geht ja jetzt nicht mehr, ne? Ja. Oder Yanka Games geht auch noch. Ja, was heißt denn noch? Yanka Games geht. Okay, gut. Jetzt verquatsche ich mich schon wieder. Ich sag dann, würde sagen, dann sehen wir uns bis Weihnachten wieder. Also, bis dann, Leute. Ciao.